Hallo, mein Name ist Carlo Hase und ich möchte Ihnen heute das Wetterrollo vorstellen. Ich habe hier zwei Modelle. Ein großes Modell, welches motorbetrieben ist mit Funkfernbedienung und ein kleines Modell, welches kurbelbetrieben ist. Das Wetterrollo wird standardmäßig mit Kurbel ausgeliefert, gegen Aufpreis auch mit Motor, mit Bedienschalter oder Fernbedienung. Der Motor befindet sich dann in der Tuchwelle montiert. Hier sehen Sie eine Fernbedienung von Becker. Es werden Becker-Motoren in dem Wetterrollo verbaut, die zwei Kanäle hat. Die Kanäle wechselt man, indem man diese Taste hier drückt. Es gibt einmal die nach oben Taste, Stopp und nach unten Taste. Das Wetterrollo ist die ideale Lösung, um Ihre Terrasse, Pergola, Veranda, vielleicht sogar Ihren Balkon vor Regen und Wind zu schützen. Das Wetterrollo ist ein montagefertiges System und braucht von Ihnen nicht gekürzt zu werden. Es kann auf den Millimeter genau produziert werden. Und es ist für die Selbstmontage geeignet, da es sehr einfach zu montieren ist. Sie können das Wetterrollo zwischen die Balken setzen oder auch von innen oder von außen gegen die Balken schrauben. Die Fensterfolie ist mit einer Schweißnaht verbunden, um auf die benötigte Breite zu kommen. Das Wetterrollo wird mit eckigen Rouladenkästen oder auch mit runden Kästen geliefert. Der runde Kasten sieht so aus. Die Maße der Kästen finden Sie auf meinem Flyer. Und hier die eckige Kassette. Das, was Sie hier sehen, ist die Montageklappe, damit man an die innenliegende Tuchwelle kommt. Jetzt wollen wir einmal schauen, wie das aussieht, wenn wir die Folie ganz herunterlassen. Ich drücke hierzu auf den Knopf nach unten fahren. Wie Sie sehen, stoppt der Motor von alleine. Dies habe ich vorprogrammiert. Sie können bei der Fernbedienung auch bei dem Bedienschalter programmieren, in welcher Position der Motor halten soll. Unterhalb der Fallstange sehen Sie eine Gummilippe montiert. Diese Gummilippe kann ein Gefälle von bis zu 4 cm ausgleichen. Wenn die Folie ganz heruntergefahren ist, dann benutzen Sie die Arretierungsstifte, um die Fallstange unten mit der Schiene zu verriegeln. Jetzt gebe ich den Befehl aufwickeln. Wie Sie sehen, der Motor stoppt von ganz alleine und die Folie ist gespannt. Durch das Zipper-System, welches hier verbaut ist, zieht sich die Folie an den Seiten nicht heraus. Wie Sie sehen, hält alles. Das Einzige, was wackelt, ist meine Konstruktion. Wie funktioniert das? Ich zeige Ihnen das einmal am kleinen Modell. Hier kurbel ich einmal die Folie per Hand hoch. Ich habe schon mal die seitliche Führungsschiene gelöst. So. Und mir die Folie parat gelegt. Sie sehen hier an der Folie einen halben Zipper. Das ist ein Zip-System. Das ist sozusagen ein halber Reißverschluss, der hier in die Nut eingeführt wird bei der Montage. Er muss nur für die Montage eingeführt werden. Danach wird er immer frei da drin laufen. Und wie Sie sehen, hält der Zipper. Ups. Das, was eben gerade geklappert hat, ist die Montageklappe. Die habe ich im Vorwege schon gelöst gehabt, um Ihnen das einmal zu zeigen, wie das aussieht. Um die Montageklappe wegnehmen zu können,
muss ich einmal die Kurbel lösen. Die ist befestigt mit einem Clip. Den löse ich, der sieht so aus. Und dann kann man die Kurbel einfach abnehmen. Und so die Serviceklappe öffnen. Hier drin sehen Sie dann die Tuchwelle, den Schneckenantrieb für die Kurbel und die aufgerollte Folie. Auf der Rückseite meines Flyers, den Sie auch im Internet herunterladen können, finden Sie die verschiedenen Kassettenformen mit den Maßen sowie Maße der Fallstange und den seitlichen Führungsschienen. Das Wetterrollo wird in den Standardfarben RAL 80 17 braun matt, RAL 90 10 weiß matt, RAL 70 40 grau matt, RAL 10 13 Elfenbein matt und Anthrazit geliefert. Gegen Aufpreis können Sie auch RAL-Farben Ihrer Wahl ordern. Das Wetterrollo kann bis zu einer Breite von 5 Metern und einer Höhe von 3 Metern geliefert werden. Gemessen wird die Höhe von Unterkante Schiene bis Oberkante Kasten und die Breite gemessen von Außenkante Schiene zu Außenkante Schiene. Die Schienenbreiten sind übrigens ca. 7,4 cm. Das Wetterrollo mit der runden Kassette wird allerdings nur bis zu einer Breite von 3,50 m geliefert. Ab 3,50 m wird die eckige Kassette geliefert, die konstruktionsbedingt wesentlich stabiler ist. Wenn Sie sich für das Wetterrollo interessieren, freue ich mich über eine Anfrage von Ihnen. Schicken Sie mir eine E-Mail an post@wetter-rollo.de. Vielen Dank fürs Zuschauen.